Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Dem großen Planieren. Ah, ihr seid ja auch bald fertig. Ja, wir planieren jetzt hier auf der Seite ein bisschen. Weil auf der Seite haben wir jetzt schon die erste Deckschicht. Ippi. Kann nur lustiger werden ab jetzt. So. Das wäre geregelt. Dann fangen wir hier an. Den Zipfel da können wir abtragen, dann ist der uns nicht im Weg. So, werden wir hier auf unsere, ja. Achten müssen, weil die wieder irgendwelchen Müll bauen. Ehrlich, so löchrig, wie die den Berg schon gemacht haben, seitlich. So, jetzt hast du wieder 20 Steine. Jetzt kannst du wieder weggehen. Ja, das ist immer lustig. Nicht wirklich. Okay. Oh, sieht doch langsam gut aus. Du da stehen geblieben und sammel den Stein ein. Wie du da einfach so rücksichtslos liegen lässt. Schämen sollte er sich. Guckt euch den an. Der meint, da geht's nur zu sich nach Hause.
So, dann machen wir jetzt erstmal Arbeitsverteilung ein bisschen. Weil für die Ecke brauchen wir da nicht so viele. Und ja, warum können Sie es alles so machen wie er? Dann sparen Sie sich das Rumhupsen. Und ja, das sieht so komisch aus. Ich möchte irgendwie... irgendwie da rankommen und das wegmachen. Aber um Ecken graben können sie ja nicht. Dann holzen wir uns eben den Weg kurz frei. Bong. Habe ich eigentlich fast erwartet, dass das passiert. Sah aber trotzdem lustig aus. Aber ja, so sind wir wenigstens das Eck losgeworden. Und das Holz brauchen wir nachher so oder so. Könnten wir nur einen zum Aufräumen schicken? Das sieht irgendwie lustig aus. Ja.
So, dann als nächstes hier. Und sie machen wieder lustige Zeichnungen in die Erde. Also entweder sind Steine despawned oder es wurden keine mehr gedroppt in der letzten Zeit. Na komm, wird der jetzt wieder was Komisches tun? Nö, er läuft einfach. Ist ja auch gerade nichts Komisches da, was sie abtragen müssten. Ja, hier wird dann halt lustig. Aber stimmt, wir wollten ja mit solchen hier ausprobieren. Gerade, dass wir nicht zu viel Holz verschwenden, aber auch nicht zu wenig zum Testen. 12, 14. Ah, perfekt, 14.
Ja, man erkennt ein bisschen die Problematik, würde ich sagen. Also dank den Rändern kein Problem, aber für den Rest müssen wir uns was überlegen. Und das mache ich dann hier am besten nicht so, sondern sind nur 5. Mach das dann so. Das müssen wir halt ausprobieren. So, noch 360 Punkte. Das sind 18 Ticks, wenn ich mich jetzt nicht gerade verrechnet habe. Dann haben wir die Hälfte von unserem letzten Breakthrough geschafft. Ja, manchmal wünsche ich, man könnte noch so wie in der Alpha Brimstone opfern. Um. Was heißt Brimstone opfern? Damals gab es das gelbe Brimstone und dann gab es noch blaues. Und das blaue hat man zum Homekristall bringen können, um Brickdwarfs zu spawnen. Mit viel Fantasie ist das irgendeine Kreatur, die sie da gerade fabriziert haben. Wie sieht es hier drüben aus? Da schlampert wieder eine. Böse, böse. Hallo.